Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Ja, wir sind auf einer Euphoriewelle ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. 5 Bundesliga-Siege in Folge, Platz 4 zurückerobert, punktgleich mit Platz 3. Platz 3 sollte unser Ziel noch sein, auf jeden Fall in der Saison. Gegen Stuttgart spielen wir schließlich auch noch zu Hause. Gegen Gladbach glaube ich auch noch zu Hause, also es wird... Ne, gegen Gladbach spielen wir auswärts am letzten Spieltag, aber okay. Ja, lass mich so sagen, jetzt geht es mal gegen Kaiserslautern, bevor es dann gegen Real Madrid in der Champions League geht. Dazwischen noch Freiburg, also... Jetzt kommen ein paar gute Wochen auf uns zu, jetzt auch mal eine ganz ruhige Folge heute hoffentlich. Aber allerdings sollten wir natürlich mit Selbstvertrauen ins Spiel gegen Real gehen. Heißt, den 6. Bundesliga-Sieg in Serie müssten wir schon holen, damit wir richtig gut gewappnet sind gegen Lautern. Hildebrand hat seinen Vertrag verlängert, also um ein Jahr, sehr schön. Timo Hildebrand, unsere loyale Nummer 2. So, diese Woche, glaube ich, können wir im Training noch eine kleine Fitness-Einheit einlegen, denn die Leute da sind ja nicht ganz so auf der Höhe, ein paar zumindest. Obwohl sie ständig spielen, wie zum Beispiel in Kirchhoff. So, Šefčík aus der zweiten fällt aus für 8 Tage. Hildebrand verlängert seinen Vertrag. Hat jetzt sogar Stärke 75er Reiter. So, meine Güte, als Nummer 2 ist er ja noch super zu gebrauchen, auf jeden Fall. Leider momentan, wie gesagt, Mourage vorne. Scott abgeschlossen mit denen, okay. Training. Gehen wir der Spieler. Hildebrand 100%, Mourage 100%. Er hat halt auch 100% drin. Ich denke mal, da können... Was? Hier, Kirchhoff hat 0%. Also deswegen ist die Fitness unten. Also das gibt's ja gar nicht. Hier, zack. Deswegen hat er keine Fitness. Okay, gut, dann... wird sie das auch gleich wieder erhöhen da bei Kirchhoff. Rogarix wird weiterhin spielen, Rechtsverteidiger, klar. Und Bütten hat einen Punkt verloren. Höhe wird das Ding wieder einen gewonnen. Kirchhoff ebenfalls einen Punkt gewonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jelle Fossen. Ist eine Überlegung, mit 2 Spitzen zu spielen im nächsten Spiel, ne? Ist mal eine Überlegung. Wer kann mal eine Pause vertragen? Das ist die Frage. Wer kann mal eine Pause vertragen im nächsten Spiel? Ich würde sagen, die Pause kann Michel Bastos vertragen. Halten wir uns, merken wir uns schon mal vor. Hier haben ja einige schon ein bisschen wenig Fitness. Ja gut, weil sie ja nicht spielen. Gut, schauen wir mal auf die Spielergespräche. Hier haben wir natürlich noch ein paar mit 4. Renato wieder gut trainiert. Mourage. Hält sich gut für den Alter. Freut sich über Lob, jawohl. Panschen hat auch wieder gut trainiert. Härtner hat sowieso gut trainiert. Jelle Fossen. Super letztes Spiel auf jeden Fall. Und Leon Goretzka, was haben wir ihm? Hast du die Saison auch verbessert, muss man so sagen. Ist nicht überrascht, dass sie eine gute Entwicklung mitbekommen. Er gewinnt trotzdem 5 Moralpunkte. Sehr schön, na bitte. So, dann ist unser Team ja wieder bei Laune. Ein und da haben wir. Wir können ja mal wieder in die Jugend reingucken und ein paar Leute rausschmeißen, die nicht zu gebrauchen sind, wie zum Beispiel diese 2-Sterne-Dinger hier. So, nach Hause schicken. Nach Hause schicken. So, was haben wir noch rausschicken meißen? Na, die erstmal nicht. So, B-Jugend. Da haben wir auch noch hier diese 2er dabei. Können hier mal auf Talent gehen jetzt, zack. Auch den nach Hause schicken. Und auch den nach Hause schicken. Und dann können wir, was die Stärke betrifft, noch ein paar rausschmeißen, denn, ne? So wie den hier zum Beispiel. Um noch ein paar 2,5er zu verlieren. So. Das dürfte erstmal reichen, dann können sie es wieder aufschließen. So! Dann geht's weiter im Wochenverlauf. Dann spielen wir lauter an. Und dann bis zum Champions League-Spiel ran. Wollen wir schaffen. So, Verfahren verbessert seinen Abschluss. Sehr schön. In den letzten Wochen fast jeden Tag eine Stunde zu sehen auf dem Training. Abschluss trainiert. Sehr schön. Pollard kann zurück in der Jugendmannschaft. Stern zurück in der Jugendmannschaft. In der Nominierung. Verfahren für Peru. Eigentlich, na gut, doch. Dann erlauben wir es ihn doch. Der wird ja ganz schön ausgekatert zurückkommen von Länderspiel. Aber okay. Qualifizierte Teams für die WM. Schauen wir mal nach. Sind schon ein paar Deutsche, die Deutschen auch bei? Ach, hier sind nur die. China, Iran ist dabei, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emiraten sind dabei, meine Güte. Neuseeland, okay. Kanada, oha, Jamaika, Costa Rica, Senegal, Sambia, Marokko, Ghana, Kongo. Interessante Mannschaften dabei, gucken wir an. Deutschland sowieso, klar. Bosnien, England, Frankreich, Israel, Italien. Portugal, Schottland, cool. Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, Türkei. Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien. Ah, interessante...
Sachen dabei. Jetzt geht es zur Auslosung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Dürfen wir so gespannt sein, was da ausgelost wird. Wir machen das mal im Schnelldurchlauf. Deutschland gucken wir uns mal erst. Saudi-Arabien, Paraguay und Türkei. Oh, da gibt es ein heißes Duell zwischen Deutschland und Türkei. Paraguay ist auch nicht zu unterschätzen. Saudi-Arabien, der klassische Außenseiter da. Brasilien, China, Schottland, Israel auch. Das ist ein Alleingang. Selbstläufer für Brasilien, für den Gastgeber, würde ich sagen. Spanien mit Iran, Ghana und Schweiz. Da wird die Schweiz höchstens als einziges Team, da die Spanier ein bisschen die Stirn lesen können. Uruguay, Neuseeland, Kongo, Serbien. Eine sehr ausliegende Gruppe, würde ich da mal sagen. Denn Gruppe E, Argentinien, Kanada, Senegal, Schweden, also Schweden und Argentinien da ganz klar die Favoriten. Gruppe F, England, Jamaika, Kolumbien, Italien, klar, England und Italien, logisch. Portugal, Costa Rica, Sambia, Frankreich, auch logisch, was da Favoriten sind. Frankreich und Costa Rica natürlich. So, dann haben wir Gruppe H, Chile, Vereinigte Arabische Emiraten, Marokko und Bosnien. Also da Chile und Bosnien, würde ich sagen, die klassischen Gewinner. So, die haben auch ein Länderspiel gehabt. Verfahren mit 3, okay. Gegen Peru 3-2 haben sie gewonnen. Das war ein sauberes Ergebnis. Hauptsache eine Stärke büßt da nicht ein, so ein bisschen. So, und dann geht's jetzt, wie gesagt, gleich gegen Kaiserslautern. Tabellen 14, da haben mit dem Abstieg wenig zu tun. Für die geht's um nichts. Für uns allerdings mit Champions League. Das ist vielleicht das, was ein bisschen uns stören würde. Mandzukic, besser trafen im Hinspiel gegen Frankfurt 3-mal. Also Bayern spielt gegen Frankfurt. Wolfsburg-Stuttgart, also hoffen wir auf die Schutzhilfe der Wolfsburger. Leverkusen die Gladbach, da kann Leverkusen die Gladbacher ruhig noch ein bisschen runterziehen, das wäre super. So, und dann schauen wir mal nach. Ich würde sagen, Michel Bastos hat sich eine Pause verdient. Er kommt in die Startelf für Jelle, er geht auf die Bank für Jelle Fossen. So, Fossen geht dann in den Sturm wieder, müssen wir wieder umstellen hier alles, zack, zack, zack. Draxler geht auf die linke Seite in diesem Spiel. Renato jetzt der Zehner. Verfahren rechts außen, ganz klar, wie das läuft. So, dann müssen wir hier nochmal fix reinschauen. Wir machen 60%. Spielmacher ist Renato. Mitte links spielen wir genau. Einsatz okay. Inwilde Anweisungen. Forsen. Das ist alles so geblieben. Sehr schön. Dribbling. Okay, eine Standards bei vorne muss er. Dribbling. Ja, soll er ruhig versuchen. Obwohl eigentlich nicht. Nee, nee. Steigen, ja. So, was haben wir hier verfahren? Okay, das ist eigentlich alles in Ordnung. Draxler haben wir andere Position gestellt, da müssen wir gucken. Dribbling mit Standards nach vorne. Steil gehen. Okay, ist so in Ordnung. Nee, das ist eigentlich nicht. Vorstöße hier. Zack, nur ein bisschen. Und immer flanken. Draxler, immer flanken. So. Dürfte alles okay sein. Ach nee, die Laufwege habe ich noch vergessen. Zack, Laufweg. Ja genau, Draxler. Geht, zieht in die Mitte so. Defensiv muss natürlich auch mitarbeiten. Renato geht hier lang. Forsen zum Elfmeterpunkt, ganz klar. So. So läuft das gegen Lautern. Kirchhoff und Hübel ist beide mit wenig Fitness. Also da müssen wir unbedingt was tun, was mit die Fitness angeht. Also den Jungs geht ein bisschen die Puste aus, wo zum Ende der Saison. Da müssen wir doch nochmal eine Fitness-Einheit machen sollen. Die Woche. Ah, okay. Scouting abgeschlossen. Jungspieler Riley, Rechnung und Fahrerstufe. Aha. Ja, Trainingsspiel, okay. Höchster Formgewinn, Marco Karl. Sehr schön. Gut, Leute, dann geht's los gegen Lautern. So, Leute, von Mannschaftsstärke sind wir klar überlegen. Fast 100 Punkte besser. Wir gewinnen das heute. Alles klar. Müssen wir eigentlich. Also, sicherlich dürfen wir uns nicht überraschen lassen, klar. Franco Foda weiterhin Trainer bei Lautern. Cool. Spiel hat begonnen. Und gleich mal eine gelbe Karte für den Ex-Schalker, für Alexander Baumjohann nach einer Schwalbe. Versucht er im Zweikampf mit Kirchhoff einen Elfmeter zu schitten, aber Schiri hat alles gesehen, stand günstig und zögert keine Sekunde, um Baumjohann zu verwarnen. Sehr schön, Schalke spielt hier mit Abseitsfalle, wie immer eigentlich. Und dann splattert das Spiel wieder vor sich hin. Das letzte Duell in Lautern hatten wir, glaube ich, 1-4-1 gewonnen. Raoul und Hontola, die Torschützen und Holpi. Und plötzlich die Chance für Schalke. Draxler mit einer gelungenen Flanke, die den Kopf von Neustädter findet, aber der kann die Chance nicht nutzen. Der Ball fliegt mit meilenweit. Oh mein Gott, ich bin heute aber nicht gut drauf. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. So, Konzentration vor der Pause nochmal. Passiert erstmal nicht viel heute. Jetzt vielleicht mal 43. Minute. Neustädter passt auf Draxler. Der von der linken Seite sofort zu Hunde da weiterleitet. Diese überwindet Keeper Sippel. Doch befand sich zuvor im Abseits. Schade, das wäre es natürlich gewesen hier. Effektiv das 1-0 zu erzielen. Halbzeitansprache. Heute ist mehr drin. Spielergespräch und guckt euch mal den Garex an, ne? Also den kann man nur loben, den komischen Vogel.
Was der für Leistung bringt, unglaublich. So, Huntelaar motivieren. Fossen motivieren. Fafan motivieren. Draxler motivieren. Also alles klar. Garex Massage. Fafan Massage. Natürlich würden Garex und Fafan frühzeitig ausgewechselt werden, wenn sie nicht mehr können. Denn Real Madrid hat höhere Priorität heute. Ganz klar. Wirklich noch eine Massage. Kirchhoff. Gut, Aufstellung ist in Ordnung. Wir hätten natürlich auch mal rotieren können heute, ne? Vor dem Spiel. Papadopoulos reinbringen können, aber okay. Höflich mit gelungenen Aktionen gegen De Witt. Baut einen Angriff auf, Schalke kommt. Erste halbe Chance, zweiten Abschnitt. Forsen ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent und spitzt die Kugel vor das Tor. De Witt rettet per Kopf zur Ecke. Und kommt schon, Leute. Jetzt aber Verfahren. Ball dreht sich schön vom Tor weg, Richtung auf Meterpunkt, aber Sippel kommt entschlossen heraus. Kennt da weder Freund noch Feind. Nächstes Mal die Chance für Lautern und die mit der ersten Chance, gleich mit dem ersten Tor. Janik Westergaard. Ecke, Alan Kasaev. Er hebt die Hand mit dem Finger, macht ein Zeichen, steht die Kugel noch in den Strafraum hinein, aber Kirchhoff ist da und klärt Post, wenn er verkauft noch der Ball, landet genau vor den Füßen von Janik Westergaard, der sofort die Lücke sieht und abzieht. Jan Schimonek jetzt gelb wegen taktischen Foulspiels. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich hier. Diesen Rückstand. Pressing erhöhen wir nochmal. Einsatz ebenfalls nochmal volle Kanne. Und dann gibt es den nächsten Wechsel, beziehungsweise ersten Wechsel. Garig, wie gesagt, wird frühzeitig rausgehen, wenn er nicht mehr kann. Für ihn kommt Hertha, dafür haben wir ihn ja. Oh, Neustädter. Auch er wird rausgehen. Für ihn kommt Papadopoulos ins Spiel. Kirchhoff rückt wieder ein vor. Doppelwechsel, also Hertha. Jetzt will er endlich mal wohl eine Note kriegen heute. Im siebten Bundesliga-Einsatz endlich die erste Note. Und Papadopoulos darf wieder rein. So, 70 Minuten sind rum. Baumjohann verletzt sich. Kreuzbandriss bei Alex Baumjohann. Eieieiei. Das war's mit der Saison und der halben Hinrunde. Der nächsten, jetzt machen wir Lautern. Pierre de Witt schickt mit einem langen Pass Albert Bunyaku auf die Reise. Der bisher unauffällige Schweizer Flank von links auf Kasaev. Doch Höwedes passt auf und dreht zur Ecke. Köhler kommt rein für Baumjohann. Gute Besserung an dieser Stelle für Baumi. Westergaard mit taktischem Foulspiel. Wir werden nochmal wechseln. Für Klaassen Huntelaar kommt also Van Wolfswinkel in die Partie. Jetzt schoben wir auch ihn, aber wollen trotzdem Druck machen. Ganz klar. HSV zieht mit einem Punkt an uns vorbei momentan. Komm schon, Leute. Macht doch jetzt den Ausgleich jetzt. Aber nee, jetzt kommen wir lauter nochmal. Mit Glück gelangt die Kugel in den Laufweg von De Witt, der den Ball über 30 Meter nach vorne trägt und dann auf Beiter passt. Dieser schießt sofort. Papadopoulos rennt per Kopf zur Ecke. Kann ihn abfälschen. Extrem scharf in der Ecke von Kasaev. Köpft Alushi aus 7 Metern. Das ist rapid zum Frustor. Anteil hier für Schimonek. Schaffen wir es nochmal, den Ausgleich zu erzielen wenigstens. Wenigstens den Ausgleich, um ungeschlagen erstmal zu bleiben. Utrecht und die Farm von Lautern, aber für die Stunde haben wir noch Abel für Leon Jessen rein jetzt. Das wird natürlich schwierig. Klar, unsere Spieler sind ein bisschen ausgehungert nicht. Hertha mit der Balleroberung, sehr schön. Und jetzt die Chance für Schalke. Van Wolfswinkel geht auch plötzlich alleine vor Sippel auf, doch statt zu schießen schlägt da frische Holländer noch einen Haken. Ach, was soll denn der Quatsch? Van Wolfswinkel kriegt mal wieder die Chance. Nochmal voller Angriff. Volles Pressing. Und jetzt kommt wieder Lautern. De Witt schickt mal einen langen Pass Kasaya für die Reise. Der wird hier schon auf lang von links auf Bunyaku. Doch Büttner kann den Pass zur Ecke abbrechen. Aber die Chance kommt für uns. Forsen geht zweimal Strafen zu Boden. Einmal knapp davor, einmal für ihn. Doch Schiri lässt weiterlaufen. Wieder mal kein Elfmeter für uns. 87 Minuten sind rum. Komm schon, Leute. Ich drücke jetzt nochmal. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Wird es den Ausgleich noch zu erzielen? Kommt schon. Nee, da kommt nichts mehr. Schade. Die Luft ist raus und das gerade vor dem Spiel gegen Real Madrid. Wir fallen auf Platz 6 zurück, weil auch diese dämlichen Gladbacher am Punkt gegen Leverkusen holen, die uns keine Schützenhilfe leisten können. Ach Mann. Ja, es ist halt alles dicht beisammen da. Das ist natürlich das Ärgerliche. Wenn uns da ein Fehler passiert, die anderen ziehen wieder mit. Gladbach hat eine Schwächephase gehabt. Holt jetzt einen Punkt wenigstens. Naja. Ja gut, Leute. 1-0 Niederlage, kann es laut. Ich hab's ja vorher schon gesagt. Normalerweise ist das ein Pflichtsieg, aber ja, nach 5 Siegen in Folge musst du halt mal ein Ding kassieren. Ich bin jetzt nicht so erbost darüber, es ist nur ärgerlich, dass wir gar nicht auf Platz 6 zurückfallen, weil eben die anderen wieder punkten in dem Moment. Das ist ja das Schlimme. Hertha hat endlich die erste Note bekommen und das war eine solide 3. Sehr schön, als rechter Verteidiger macht er das da gut. Papadopoulos mit einer 4 nur. Er muss auch wieder reinkommen, er braucht natürlich Spielpraxis, aber ist zurzeit nicht doll mit ihm. Neustädter Note 5.
Ah, hat ordentlich eingebüßt. Gerade jetzt vom Spiel gegen Real mit dem Formeinbruch. Okay, aber auch eher nicht wirklich gut gewesen. Das ist natürlich das Ärgerliche. Forsen und Huntelaar beide, das ist zwei Spitzensystem. Hat sich hier nicht ausgezahlt, leider. Heute, also werden wir gegen Real Madrid auf jeden Fall wieder mit einer Spitze agieren. Und zwar mit Huntelaar vorne, ganz klar. So soll das laufen. Und wieder mal, ne, Gary Garrix. Also der ist ja wohl ein Hammer, der Typ. Wenn die Fitness noch ein bisschen besser wäre. So, schauen wir auf die Ergebnisse. Schalke, ja, fällt zurück auf Platz 6 aufgrund der Niederlage. 5 Siege in Folge, jetzt mal wieder ein Schlag in den Nacken, aber okay. Ist nicht weiter schlimm. Jetzt geht es gegen Real, dann gegen Freiburg, da müssen wieder Punkte her. Real ist jetzt das i-Tüpfelchen in dieser Saison, klar, der Höhepunkt. Vielleicht wäre es auch ganz gut, da rauszufliegen, dann können wir uns im Saisonfinale nochmal ganz auf die Liga konzentrieren, aber ich will nichts bestreiten, natürlich wäre es schön, wenn wir weiterkommen, weil Real Madrid ist natürlich eine Nummer für sich. Aber okay, 49 Punkte, wir haben alles selbst noch in der Hand. Na, selbst in der Hand nicht wirklich, aber ja gut, ich kotze bloß an, was die Hamburger da machen, ne? Die haben gar nichts zu suchen da oben. Schauen wir auf die Ergebnisse. Frankfurt schafft es, Bayern einen Punkt abzustottern. Also das ist auch damit mit 2 Punkten rangekommen. 1:1. Dortmund ebenfalls 0:0 gegen Hoffenheim. Stuttgart siegt in Wolfsburg 1:0. Auch die Wolfsburger geben keine Schützenhilfe. 0:0 Augsburg gegen Fürth. 0:0 ebenfalls Freiburg gegen HSV. 2:0 gegen Düsseldorf. Jetzt mal ein torreiches Unterschied. 3:3 zwischen Gladbach und Leverkusen. Und Werder Bremen schlägt Bochum 3:0. Also letztens noch Bochum mit einem 4:0-Sieg, jetzt nur 3:0 verloren. Das ist ja echt eng. Auch Augsburg hat noch Chancen auf den Relegationsrang. Also der Abstiegsstrudel, der ist hier richtig fett heute diesmal. Stimmt, da gibt es wahrscheinlich nichts Interessantes. Spieltagsstatistik haben wir da irgendwas von uns dabei nicht. Reiner spielt neulich bei Bayern, auch mal interessant. Im Januar dahin gewechselt für 10 Millionen, auch interessant. Schauen wir auf die Teamleistung. Ja gut, die war heute schlecht. Die war einfach schlecht, die Leistung. Gegen Lautern haben wir uns da ein bisschen einlullen lassen. Das gerade vor dem Real Madrid-Spiel, wenn das vielleicht nicht sogar gut ist. Ich habe gerade gesehen, die Zweite hat schon wieder gewonnen, also... Ach, das ist Quatsch! Ach, das ist Quatsch! Das ist wirklich Quatsch! Also, was der Vorstand für einen Blödsinn da erzählt. Wie gesagt, Zweite gewinnt schon wieder. 2:0 gegen Felbert. Bester Mann diesmal, Damian Krajewski. Spielbericht, Torschützen, Manfred Starke schon wieder und Pierre-Emil Heuberg. Auch was Feines. Und Manni Starke schon wieder. Der wird hier zum Torschützenkönig. Nein, nein. Das nicht. Das ist immer noch Philipp Max da in der zweiten Mannschaft mit 5 Toren in einem Spiel. So, Scouting abgeschlossen. Da schauen wir nochmal in die Reserve rein. Spielen die denn nochmal gegen Wuppertal? Schauen wir mal hier rein. Da sind sie weiterhin 6 Punkte hinter. Spielen sie nochmal gegen Wuppertal? Würde ich gerne mal wissen. Da kann man wieder gucken. Gegen Ferl. Gegen Tu Düsseldorf. Hä? Ach so, gegen Duisburg 2. Achso, dann gegen Tuchu Düsseldorf. Dann gegen Fortuna Köln. Dann gegen Düsseldorf 2. Dann gegen Rot-Weiß Essen. Lotte und Aal. Ne, gegen Wuppertal spielen sie leider nicht mehr. Aber dann müssen sie auf Schützenhilfe hoffen. Von Wuppertal. Aber solider Platz 2 da schon mal sehr gut von unserer zweiten Mannschaft da. Nächste Saison sollten sie auf jeden Fall den Aufstieg in Angriff nehmen. Gut, wir wollen noch ranspielen zum Spiel gegen Real Madrid. Das wird ein Hammer, Leute. Das ist das Highlight der Saison, ganz klar. Hier waren für den ganzen Betrag, haben wir gesehen. So, Lewandowski, Spieler des Monats geworden. Jetzt haben wir 1. April. April-Schuss leisten wir uns heute nicht, denn wir haben die Vorbereitung zu tun auf Real Madrid. Im Viertelfinale der Champions League. Das ist schon ein ganz interessantes Ding. Oh mein Gott, die Fitness, ey. Die Fitness, die sinkt weiter. Jetzt steigt es mal wieder ein bisschen. Alles klar. Es geht gegen Real Madrid, Leute. Die Hymne ist also eine Oper, alles klar. 903 Spielerstärke, Mannschaftsstärke. Ronaldo fehlt aufgrund einer Verletzung. Wo das, ja, na gut, ob das gut ist, weiß ich nicht. Jedenfalls fehlt der Cristiano Ronaldo schon mal. So, Garrix spielt, ist klar. Kirchhoff, Büttner, auch logisch. Härtner nicht, ist klar. Die ganze, wir müssen unbedingt einen Fitnesscoach engagieren. Einen Fitnesscoach nicht, aber. Na gut, Uschi ist spielberechtigt. Wer ist besser, Uschi oder Garrix? Uschi kommt auf jeden Fall für Sebastian Härtner dieses Spiel auf die Bank. So, Goretzka, Bastos kehrt zurück für Jelle Fossen. Auch das ist klar, Bastos linkes Mittelfeld. Renato, zentral mit Draxler zusammen wieder. Die offensive Viererkette im Mittelfeld. Davor Neustadt als Abräumer, Huntelaar als einzige Sturmspitze vorne, das ist auch wieder so klar.
Ja. So soll's aussehen hier in Madrid. Hanschen und den Kader, Härtner nicht im Kader. Hanschen rein. Auch Hanschen kommt für Philipp Max ins Spiel. In den Kader, meine ich. So, Papadopoulos ist klar. Kann erstmal nicht spielen. Wird aber gegen Freiburg spielen auf jeden Fall. Das lege ich jetzt schon mal fest, dass Papadopoulos gegen Freiburg von Anfang an spielen wird. So, und dann hoffen wir mal. So, jetzt müssen wir natürlich was wechseln hier. Da greifen wir jetzt auf der Mittellinie an. Das wird ganz schwer. Der Einsatz geht aber hoch. Wir geben alles in diesem Spiel. Spielen aber Mitte rechts diesmal. Über Verfahren mehr. Und gehen bis zur Grundlinie. Nee, nee, nee. So, 65% und dann in den Rücken der Abwehrflanken. Am besten Flankenhöhe gehen wir auch ein bisschen runter. Weil da sind ja auch lange Kerle bei. Da soll Huntelaar die eher mit dem Fuß reinstöcken. Anweisungen, Draxler in der Mitte, ja. Die müsste eigentlich noch drin haben, ne? Genau. Verfahren. Steigen und Dribbling. Verfahren, Dribbling. So, Bastos. Er soll nicht ins Dribbling gehen. Er ist nicht so viel Dribbling gemacht. Soll ja den Ball halten. Und Neustädter, Aggressivität. Da geht er nochmal ein bisschen härter zur Sache in diesem Spiel. Vorschüsse macht er nicht oft. Ball halten, genau. Gut, das ist unsere Aufstellung für Real Madrid. Halt, Laufwege noch. So, Draxler. Klar, dahin. Aber auch den Weg zurück mitmachen. Vergleich. Higuain. Auf den passt Neustädter ganz gewaltig auf. Den Mann da vorne. Dann haben sie Eriksen da vorne. Und Di Maria, Modric dahinter. Was ist mit Özil? Was ist, da Khedira spielt? Özil nicht. Was ist denn mit Özil? Spielt überhaupt noch bei Real Madrid? Müssen wir mal nachschauen. Özil. Doch, er spielt noch. Was hat er? Ist er verletzt oder so? Nee. Okay. Dann wollen sie ihn nicht spielen lassen. Wenn sie sich das leisten können, alles klar. Leute, das war's für heute. Noch die News. Wie gesagt, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.